Und weiter geht's mit Folge Nummer 17, Gears 5. So, in der letzten Folge sind wir in die Rotorblätter reingerannt. Ja. Ein X, ein Satz mit X, das war wohl nix. Jetzt würde ich sagen, jetzt werden wir aber mal zu dem Skiff gehen und schauen, was, wie es dann weitergeht. Bin echt gespannt. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen, Leute. Gut, ich mache mal das Bildmachgerät an und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Startklar. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ort abgeschlossen. Suchen Sie nach Vorräten? Wird gescannt, okay. Aber was müssen wir jetzt machen? Ich habe keinen Plan, was wir machen müssen. Zeigt mir auf der Karte auch nichts an. Also, machen wir jetzt weiter? Hoffentlich! Wenn ihr mir sagt, was ich machen muss, das wäre echt geil. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe jetzt auch keinen Bock, einfach nur rumzufahren. Planlos. Kinder, noch mehr schlechte Nachrichten. Was ist denn los? Meine Leute, die anderen Peilsender transportieren. Du musst sofort dorthin. Der Konvoi wurde angegriffen. Wo? In der Nähe. Die letzte Nachricht kam aus der alten Stadt. Alles klar, sind dran! Mann, den Nomaden ist nichts vergönnt. Nomadenkonvoi, okay. Gut, dann haben wir doch jetzt ein Ziel. Es hätte ein bisschen eher kommen, sowas. Wenn er da ewig lang rumirrst. Wenn sie das an einem bestimmten Punkt triggert, ist halt auch scheiße. Seht ihr das? Da vorne ist Rauch! Oh, scheiße, das ist der Konvoi! Den gehen wir doch mal rein. Okay, gehen wir rein und sehen nach, was wir hier finden. Hätte ich nicht hinkommen wollen. Wir müssen ihnen helfen! Da kommt noch so ein verdammtes Vieh! Okay, alles klar. Ich hätte immer, wenn die halt nicht sterben danach, die greifen mich dann genauso wieder an, wie davor.
Splittergranate. Ein Lancer. Den könnte ich eigentlich mal austauschen gegen den Overkill. Der Overkill ist echt eine geile Waffe, aber naja, man findet halt wenig Munition dafür. Boomshot. Aber 4 Kugeln. Ja, komm. Sie sehen nicht beschädigt aus. Paddock, Kumpel, hörst du das? Er sagt, die Sender sind sicher. Ich schicke Leute zur Abholung. Und keine Sorge, sie werden gut bewaffnet sein. Dann los, ab zu eurer Rakete. Okay, Delta Ende. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Okay. Ich schwöre, wenn wir diesen Nomaden noch einmal die Haut geben, dann... Ort abgeschlossen. Delta, ich lege los. Ich melde mich. Okay, Bert. Gute Reise. Dir auch. Was ist jetzt der Plan? Der Hangar. Wir sollten die Rakete zusammensetzen. Hört sich gut an. Aber was ist mit Paddocks Nomaden? Sie haben viel für uns riskiert. Vielleicht sind wir ihnen dafür was schuldig. Klar. Aber wenn wir die Rakete nicht endlich starten, sorgen wir uns nicht mehr nur um Paddocks Nomaden. Gelangen Sie zum Hangar? Die ist da drüben. Ziehen wir hier gleich mal durch. Könnte mal richtig sein. Ja, lenkt das Gift zum Hangar. Wir setzen die Rakete zusammen. Okay. Wisst ihr, ich beschwer mich zwar manchmal. Oder oft. Oder oft, danke. Aber alles in allem habe ich hier eine richtig gute. Mein Fazit, 8 von 10. Jederzeit. Und es war nicht schon mal gar nicht mal so schlimm, dich dabei zu haben. Gut, das akzeptiere ich mal. Okay. Ich glaube, die Rakete jetzt im Hangar ist. Ey, irgendwie, weiß ich nicht, was hier los ist, aber irgendwie ruckelt das halt ein bisschen. Was ist da los, Xbox? Sind dabei, die Wüste zu verlassen? Eine mögliche Rückkehr ist nicht möglich. Ja, verlassen. Dann die andere Seite. Beenden wir es. Paddock, wir sind zurück im Hangar. Alles sollte okay sein. Gut. Starten Sie die Raketenmontage. Ich zitiere. Geht rein, aktiviert den Raketenmontageprozess, startet besagte Rakete und wettet, dass die Satelliten kompatibel sind. Zitat Ende. Warte, du hoffst, die Satelliten reden mit unseren? Was willst du von mir? Ich kann kaum einen Computer anschalten. Drück den Knopf und sieh, was passiert. Drück den Knopf. Ich verstehe langsam, warum er die Rakete nie gestartet hat. Thank you.
sind wieder in unserem Kontrollraum. Und da wären wir. Jedermanns Lieblingsrakete. Wir sollten runter zur Plattform und Schalter umlegen. Heftiges Teil. Und sehen, was passiert. Starten Sie die Raketenmontage. Machen wir doch. Hoffen wir, dass wir hier richtig sind. Warte mal, was ist denn hier Schönes? Boomshot. Alter, Spiel, hier sind so viele Fässer. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ah, wo müssen wir hin? Warum kommt ihr nicht mit? Ah, da. Ich hoffe, das klappt. Paddock, die Rakete wird montiert. Vorsicht! Hier drin ist ein verdammter Häscher! Mistkerl! Weißt du, ich glaube, das war Absicht. Wen interessiert's? Wir müssen die Raketenspitze wieder startklar machen. Nein! Einmal mit Profis, bitte. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Die gehen aber auch nicht weg hier, gell? Also muss man vielleicht darüber. Oh Mist, der Häscher wieder! Alter. Ich komme vor dich! Keine Panik. Stirb! Ich hab's.
Okay, alle erledigt. Und jetzt? Wir müssen auf den Kran und die Spitze neu ausrichten. Boomshot, ja, die ist leer, glaube ich. Ich bräuchte noch ein bisschen Munition. Ja, nichts mehr drin hier. Kate, wir müssen zu den Satelliten hoch. Komm schon. Nehmen die mit. Ist mir schon klar, wenn ich aber ein bisschen Munition brauche, Leute. Reparieren wir die Spitze, bevor noch mehr auftauchen. Jack, richte das Teil aus. Alles klar, wir sind wieder im Spiel. Dann klettere auf die Rakete und dann direkt zur Startrampe. Ah, da wäre Munition gewesen. Haben wir der Morgenmütterrakete der Uhr zusammengebaut. Also, für unsere Verhältnisse lebt das doch alles. Alter! Schon wieder so ein Vieh! Heilige Scheiße! Fass! Mann! Danke! Deine Dankbarkeit rührt mich wirklich zu Tränen, glaub mir! Aber zur Info, ich hänge hier an einem beschissenen Zug! Oh, stimmt! Akt 3, Kapitel 4. Ein kleiner Schritt. Okay, da war ein riesen Vieh grad. Die Rakete wäre abgeliefert. Was jetzt? Jetzt richten wir sie auf. Per Hand. Wie es aussieht. Wir müssen also den Kontrollraum finden. Ja, und den Start einleiten. Was? Und dann zurück zur Basis. Ach, verdammte Scheiße. Wenn mir einer gesagt hätte, wie viel Arbeit das ist, mit euch rumzuhängen. Okay, mal sehen. Die UUR hat das wahrscheinlich nicht für ein Jack-Interface konzipiert. Na gut, Jack, los geht's. Nicht so schüchtern. Das ist doch genau das, was passieren soll, oder? Das macht's aber nicht weniger ungemütlich. Danke dir.
Das war's auch schon. Hat irgendjemand eine Rakete bestellt? Möglich. Dann nicht raus da. Jetzt. Okay, dann gehen wir mal raus hier. Hey, hier runter. Los, los. Okay, das wird alles gut. Jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Alter! Scheiße! Gott verdammt! Er kommt wieder zurück! Die Tracheen! Feuern, wenn sie offen sind! Jackschild! Mach auf, ihr Bitch! Alter! Bin auf dem Weg! Granatenwurf! Da! Die Öffnung anvisiert! So, das war's! Und wie kommen wir runter? Alter Schwede! Steigen Sie den Turm runter. Scheiße, es ist noch nicht fertig mit uns. Er will gar nicht uns, sondern die Rakete. Luke, der Weg nach unten. Die Rakete und will den Start verhindern. Schieß dahin, wo es weh tut. So eine Scheiße. Da! Sie ist offen! Das ist Munition! Es klappt! Los, nochmal! Sorry Leute, dass ich gerade nicht so viel rede. Bin ein bisschen konzentriert. Zeit von diesem Turm runterzukommen. Los! Hat ihr U-Gang, ne Schatte. Munition holen.
Sind alle okay? Ja, aber wir sind unter den verdammten Maschinen. Wir müssen hier raus. Elender Mistkerl! Alter! Mein Gott! Scheiße, es versperrt den Weg! Dann machen wir es richtig sauer! Munition holen. Vorsicht, die Zunge! Geht auf die Zunge! Mein Gott! Oh shit, die Rakete startet! Genau, grill ihn, komm! Ausgang frei, los! Los, los, los! Raus hier! Ich will mich gar nicht umdrehen. Alter Schwede. Das ist richtig cool gemacht jetzt.
Rohrsteuerung. Au. Ja, ich hab mir wohl eine Rippe geprellt. Was ist da so ein Joel Fehler? Heimat der Unternehmer, Technikfaschisten, Reaktionäre und Feiglinge. Ja, und es gibt richtige Nahrung, sauberes Wasser und Duschen. Ach, wer's braucht. Delta, willkommen zu Hause. Komm sofort in meine Werkstatt. Ich schicke jemanden, der die Peilsender abholt. Verstanden, Bert. Sind auf dem Weg. Nach Ihnen. Hey. Vielen Dank, übrigens. Ach, es gibt keinen Grund, mir zu danken. Oh, ist die Band wieder auf Tour? Soll ich euch ein Bild fürs Fotoalbum knipsen? Gott, bist du ein Arschloch. Hör doch auf, dich in mich zu verlieben. Ernsthaft, das ist peinlich. Und wie sieht's aus? Reden die Satelliten miteinander? Naja, bisher haben sie sich noch nichts zu sagen. Also dann, Kinder, Lehrstunde. Und jetzt, passt auf. Na klar, schicke Demo-Bird, aber klappt das dann auch? Naja, wir brauchen einen Probeschuss. Keine Probeschüsse. Wir brauchen ein richtiges Ziel. Wenn wir Ziele auswählen, sollte da nicht jemand mit militärischer Befugnis hier sein? Du bist Faas, oder? Ja, Sir. Halt dein Maul, Faas. Ja, Sir. Der Schwarm hat eine Königin. Also hat er irgendwo einen besonderen Schwarmstock. Einen Nexus. Und da ist er verwundbar. Okay. Und wie finden wir den? Gar nicht. Du kennst ihn vielleicht schon. Wie kommst du darauf? Ich will ehrlich mit dir sein. Als du weg warst, hat Jin die ganze Zeit davon geredet, dich wieder mit dem Schwarmverstand zu verbinden. Wie bitte? Was? Keine Sorge, ich hab's ihr ausgeredet. Aber du musst versuchen, dich an deine Vision zu erinnern. Jedes Detail. Gibt es etwas, das uns helfen könnte? Nein, ich meine... Zumindest glaube ich es nicht. Wir übernehmen ab hier, Sergeant. Entschuldigung, wie wär's mit Anklopfen? Ministerpräsidenten müssen nicht klopfen. Das sehe ich anders. Jin, ich hab's gesagt. Auf keinen Fall. Und was meinen Sie? Naja, angesichts dessen, dass das Ding, das mich mit dem Schwarm verbunden hat, tot ist. Wir haben es übrigens getötet, gern geschehen. Und angesichts der Tatsache, dass ich Ihnen kein Stück traue, lehne ich dankend ab. Festnehmen. Was? Jin, sind Sie irre? Ma'am? Iris, was ist passiert? Mehrere Bedrohungen geortet. Ruinen von Old Ephira. Außenkamera 16. Außenkamera 15. Kamera 10. Ach, verdammt. Sie sind hier. Dann gehen wir da raus. Okay, hab's geschnallt. Sie können helfen, das zu beenden. Ha. Lady, was zum Teufel glauben Sie, was ich hier tue? Delta, hierher. Ich hoffe, wir haben einen Plan. Haben wir. Das hier ist ein Peilsender. Was du nicht sagst. Die haben wir mitgebracht aus Vaska. Mal halblang, Lieutenant. Ich arbeite hier nur. Das Ding ist, wir müssen die Teile über die Altstadt verteilen. Cole und Faas haben schon welche. Also, wo platzieren wir unseren Peilsender? East Barricade Academy. Sobald er platziert ist, habt ihr einen aktiven Hammerradius und könnt dann zurückschlagen. Verstanden? Klar. Hört mal, ich will ehrlich mit euch sein. Gleich wird's ziemlich hässlich. Dann passen wir eben aufeinander auf. Genau wie immer.
der Straße zu platzieren. Okay, Leute, damit würde ich sagen, machen wir auch Schluss an der Stelle, weil ich denke mal, wir werden jetzt dann bestimmt vielleicht bald gegen den Endgegner kämpfen, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass es der Riesenwurm sein wird, weil tot war er ja noch nicht. Geiler Kampf war das auf jeden Fall. Gut, Leute, wenn ihr Bock habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützt wird, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.